Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur diesjährigen Osnabrücker Universitätsrede. Und wenn ich diesjährigen sage, dann vermuten Sie schon, dass die Osnabrücker Universitätsrede eigentlich eine Veranstaltung ist, die wir sehr regelmäßig durchführen. Nun hat die Situation, die uns allen bekannt ist, aus den letzten 2 Jahren dazu geführt, dass wir die Universitätsrede nicht in dem üblichen Rhythmus abhalten konnten. Im letzten Jahr überhaupt nicht und in diesem Jahr nicht zu Jahresbeginn, denn normalerweise ist es immer eins der ersten Ereignisse im Jahr, zu dem man dann auch andere Menschen wieder treffen kann. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier wieder vor einer gut gefüllten Aula sitzen und dass Sie sich trotz des Unwetters hergetraut haben, um der Universitätsrede in diesem Jahr hier zu folgen und uns hier zu begleiten mit einem außerordentlich spannenden Thema, wie ich finde. In der Universitätsrede widmen wir uns immer einem ganz besonderen Thema mit Rednerinnen und Rednern aus der Universität heraus oder von außerhalb. Und wir möchten in diesem Format mit Ihnen ins Gespräch kommen, mit Ihnen Menschen aus der Universität, Menschen aus der Stadtgesellschaft oder darüber hinaus. Und es ist unser Wunsch, dass Sie uns kennenlernen hier als Universität und als Wissenschaftsinstitution, die bestimmte Themen dann auch mal in Ruhe besprechen möchte. Wir werden heute hier bei der Universitätsrede einen ganz besonderen Vortrag hören zum Thema der künstlichen Intelligenz. Sie haben den Titel gehört, die Macht der Daten, warum künstliche Intelligenz eine Frage der Ethik ist. Und ich freue mich auf viele spannende Teilbereiche dieses Themas, die wir heute hier entdecken werden. Ich möchte ganz besonders begrüßen heute 2 ehemalige Präsidenten der Universität, Klaus Rollinger und Wolfgang Lücke, die sich beide hier eingefunden haben und extra zur Universitätsrede mehr oder weniger weit angereist sind. Und das ist ein sehr, sehr schönes Wiedersehen. Schön, dass Sie da sind heute. Vielen, vielen Dank. Besonders begrüßen möchte ich auch die Mitglieder der Universitätsgesellschaft Osnabrück. Die Universitätsgesellschaft unterstützt diese Veranstaltung und wird das gesprochene Wort hinterher auch zu verschriftlichen ermöglichen. Und wir werden diese Rede dann entsprechend auch im Universitätsverlag veröffentlichen können. Sie werden also in einigen Wochen die Gelegenheit haben, alles nochmal ganz genau nachzulesen. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich die Hauptperson des heutigen Abends, Professor Dr. Rainer Mühlhoff, der sich dem Thema intensiv widmet und heute einen Exzerpt aus seinen vielfältigen Forschungsarbeiten hier vorstellen möchte. Herr Mühlhoff ist seit August 2021 Professor an der Universität Osnabrück. Studiert hat er Mathematik, theoretische Physik und Informatik. Und dann ein Zweitstudium im Bereich der Philosophie, Gender Studies und deutsche Literatur abgelegt. Ich finde das bemerkenswert, weil dieses Portfolio an Fächern, die Sie belegt und studiert haben, lässt schon viel versprechen, vor allen Dingen, wenn Sie sich dem Thema heute hier widmen, das ja per se interdisziplinär aufgeladen ist. Vor seinem Wechsel nach Osnabrück hat Professor Mühlhoff als Postdoc am Exzellenzcluster Science of Intelligence an der TU Berlin gearbeitet, sowie im Sonderforschungsbereich Effective Societies an der FU in Berlin. Er ist jetzt Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz am Institut für Kognitionswissenschaft und ist hier interdisziplinär eingebettet, denn das Institut für Kognitionswissenschaft zeichnet sich aus durch eine per se interdisziplinäre Veranlagung zwischen beispielsweise Philosophie, Psychologie, Linguistik und Informatik. All diese Fächer zusammenzubringen, um an dem übergeordneten Themenbereich Cognitive Science zu arbeiten, birgt schon in sich zahlreiche Fragestellungen, die Sie sich jetzt wahrscheinlich in unterschiedlichsten Varianten denken können. Er leitet die Arbeitsgruppe Ethics of AI und er hat Mitarbeitende und Studierende verschiedener Fachrichtungen und das spiegelt einfach auch die Kultur, die am Institut für Cognitive Science zu finden ist. Die Forschungsschwerpunkte von Herrn Mühlhoff umfassen die Ethik, Sozialphilosophie, Technikphilosophie und Medienwissenschaft in der digitalen Gesellschaft und er untersucht unter anderem das Zusammenspiel von Technologie, Macht und Subjektivität. Er integriert
Ethik mit Beiträgen der Sozialphilosophie und kritischen Theorie, um die Auswirkungen von KI in Bezug auf Diskriminierung, soziale Selektion und Ungleichheit zu analysieren. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt schon ein Stückchen in den Bereich, den Sie gleich vorstellen werden und was Sie natürlich, lieber Herr Mühlhoff, viel, viel besser können als ich. Deswegen möchte ich mich nicht in weitere inhaltliche Ausführungen versteigen an dieser Stelle. Ich freue mich, dass Sie es auf sich genommen haben, sich auf diese Rede vorzubereiten und Ihre Erkenntnisse mit uns zu teilen. Wir möchten aber auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Daher wird es im Anschluss an den Vortrag von Herrn Mühlhoff die Gelegenheit geben, hier im Raum Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen, auch zu kommentieren, kritische Positionen aufzuwerfen, was immer Ihnen in den Sinn kommt im Laufe des Vortrags. Danach lade ich Sie ganz herzlich ein zu einem Sektempfang im Foyer der Aula der Universität. Und auch das soll Gelegenheit bieten, ins Gespräch zu kommen, wenn Sie vielleicht hier nicht vor großer Runde Ihre Gedanken ausführen möchten. Herr Mühlhoff wird da sein und steht zur Verfügung, um weitere und vertiefende Gespräche mit Ihnen zu führen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend hier. Ich freue mich wirklich total, dass wir solche Veranstaltungen hier wieder machen können und dass wir ins Gespräch kommen, und freue mich auch ebenso im Anschluss an diese Veranstaltung, mich mit Ihnen auszutauschen. Also, Sie haben das Wort, Herr Mühlhoff. Ja, liebe Präsidentin, Frau Professor Menzel-Riedel, liebe ehemalige Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, die ich da hinten auch sehe, und Studierende und liebe sehr geehrte Damen und Herren aus der allgemeinen Öffentlichkeit. Es freut mich sehr, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind, trotz Unwetter, Masken, Corona und Maifest und was es noch alles gibt. Ich danke herzlich für die ehrenvolle Einladung, heute Abend diese Universitätsrede halten zu dürfen. Die Macht der Daten, das war das Thema, was wir uns hier heute gesetzt haben. Und ich möchte mit dem obligatorischen Anfang anfangen, wie man wahrscheinlich solche Vorträge beginnt, nämlich: Was ist denn überhaupt eigentlich künstliche Intelligenz? Ich will die Frage aber ein bisschen anders framen, nämlich eher als: Von was für einer künstlichen Intelligenz rede ich heute Abend oder würde ich gerne reden mit Ihnen heute Abend? Künstliche Intelligenz ist ein sehr großes, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende altes Feld. Da kann man viel einschränken, sehr, sehr allgemein reden oder sehr speziell. Ich würde so eine Art Mittelweg dazwischen nehmen. Das ist auch so ein bisschen das Anliegen, sich zu fragen, was für eine Perspektive auf KI sollte man eigentlich groß machen, wenn man KI ethisch bespricht. Also schon in der Frage, von was reden wir da eigentlich, steckt eigentlich ein ethisches und politisches Vorframing. Denn KI, da gibt es Sachen, die sind nicht so sehr im Bewusstsein der Allgemeinheit, die unter KI laufen. Es gibt Sachen, die werden sehr stark in den Vordergrund gestellt, die sind deutlich mehr im Bewusstsein, und davon hängt schon relativ viel ab. Und darüber möchte ich hier im ersten Teil vor allem auch sprechen. Ja, KI im öffentlichen Diskurs, populäre Beispiele aus Feuilletons, aus den Nachrichten, aus spektakulären Errungenschaften der Industrie und so weiter kennen wir alle. Das selbstfahrende Auto, der Kultanfang jedes KI-Vortrags, über das ich heute nicht so viel sprechen werde, deswegen stellen wir es hier trotzdem kurz an den Anfang. Oder so etwas wie KI, die Brettspiele spielen kann, also hier die AlphaGo-KI, die den Go-Weltmeister geschlagen hat, oder davor war das mit Schach, also Spiele, die genuin menschliche Fähigkeiten sind, das wird oft unter KI verhandelt. Oder die Idee, dass wir irgendwann alle von Pflegerobotern gepflegt werden, also so KI als Robotik-KI, die irgendwie verkörpert ist und dann eine große ethische Debatte auslöst. Wollen wir das eigentlich, von Robotern gepflegt werden? Ist das gut? Ist das schlecht? Fördert das eher ein würdiges Altern oder schmälert es das? Oder sogar noch weitergehend, diese ganzen Ideen rund um eine allgemeine, generelle künstliche Intelligenz,
also eine künstliche Intelligenz, die in irgendwie einem nicht bereichsspezifischen, sondern umfassenderen Sinn menschliches Denken übernehmen kann. Das sind alles Themen, die gerade sehr stark gepusht werden, die wir sehr viel hören, in den Medien, im Feuilleton und so weiter. Und die Beobachtung, die ich daran kurz stellen möchte und die den Ausgangspunkt auch dessen bildet, was ich hier als KI verhandeln möchte, ist, das geht mit einer ganz bestimmten zeitlichen und räumlichen Setzung einher, diese Ideen oder diese Beispiele von KI. Nämlich, sie sind im Durchschnitt oder im Großen betrachtet Zukunftsmusik, also die Zeitlichkeit liegt in der Zukunft, die Pflegeroboter sind Zukunftsmusik, die selbstfahrenden Autos als weit verbreitete Technologie sind vielleicht in etwas näherer Zukunft, aber trotzdem Zukunftsmusik und so weiter. Und räumlich haben wir es hier sehr, Entschuldigung, so, und räumlich haben wir es hier sehr viel mit KIs zu tun, die in irgendeiner Form verkörpert sind, also als Auto, als Roboter, als allgemein intelligenter Roboter und so weiter, die uns als Menschen gegenüberstehen. Also wir, die KI, die wird verkörpert auf Augenhöhe mit uns, die tritt in unsere Gesellschaft ein und bilden so ein interaktives Gegenüber. Und das ist ein zeitliches und räumliches Framing von KI, welches, so der Ausgangspunkt, den ich jetzt hier anbieten möchte, dem aktuellen Status quo von KI nicht gerecht wird. Weil das nämlich sehr, sehr viele aktuelle und jetzt schon virulente, jetzt schon wirkungsmächtige Beispiele und Einsatzweisen von KI-Technologie völlig ausblendet, die aber einen sehr großen gesellschaftlichen Impact haben und dringend ethisch besprechenswert wären, sodass fast dieses diskursive Framing eine Art Ablenkungsmanöver ist. Das ist die erste Botschaft. Wenn man auf Google Image Search, in der Google Bildersuche nach KI sucht, dann findet man eines dieser Bilder, was ich auch gerade verwendet habe, hier das mit dieser allgemeinen KI. Man findet auch auffälligerweise als erstes nur Bilder, die in irgendeiner Weise was mit der Digitalisierung oder Elektrisierung des menschlichen Gehirns oder der menschlichen Gehirnleistung zu tun haben. Sehr interessant. Nehmen wir aber doch mal dieses Beispiel, diesen Ausgangspunkt, die Google-Bildersuche. Die hat uns jetzt ja nicht, weil ich nach KI gesucht habe, Ergebnisse über KI angezeigt, Bilder von oder über KI angezeigt, sondern sie ist ja auch KI. Also das ist ja eine künstliche Intelligenzleistung, dass ich auf ein Stichwort hin Bildresultate erhalte. Das heißt, wir haben in dem Moment, wo wir diese Suche gemacht haben, haben wir KI benutzt. Eine KI, die jetzt schon da ist, die auch sehr, sehr viel Geld wert ist und eine sehr große Marktposition für sich behaupten kann. Wie kommt diese KI eigentlich dazu, Bilder zum Thema KI oder zu einem beliebigen anderen Thema, was ich da oben in die Box schreiben könnte, auszugeben? Um das zu beschreiben, lohnt es sich einmal kurz, einen Ausflug zu unternehmen, 20 Jahre zurück. Zurück damals in den 2000ern, Sie erinnern sich, da gab es noch keine Smartphones, die Dotcom-Bubble ist gerade geplatzt, so Unternehmen wie Amazon, Google wurden gerade groß oder haben gerade so die Anfänge gehabt und wurden dann sehr bald groß. Facebook kam auch Mitte der 2000er dazu. Von der Zeit möchte ich einmal ganz kurz sprechen. Und da gab es dann diesen Herrn, Louis von Ahn, damals Promovent an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh in den USA, also an einer renommierten Engineering-Universität. Und der hat eine Dissertation geschrieben mit dem bemerkenswerten Titel Human Computation. Ich kann das kaum ins Deutsche übersetzen. Menschliches Rechnen, Rechnen von und mit Menschen, menschliche Rechenwerke, wie auch immer, Human Computation. Er hat einen Vortrag über diese Dissertation gehalten, aus dem ich dieses Zitat entnommen habe, wo er die Idee des Projektes beschreibt als: Wir werden jetzt, in dem, was ich euch hier jetzt vortrage, die Menschheit, also all of humanity, die gesamte Menschheit als eine extrem fortgeschrittene, large scale, also großskalige, distribuierte Prozessoreinheit betrachten. Also die gesamte Menschheit betrachtet dieser Promovent als ein großes Rechennetzwerk, ein großes Rechenwerk. Was ist das für eine Idee? Als Teil seines Dissertationsprojekts hat er zum Beispiel dieses Spiel,
dieses Online-Spiel gebaut. Das war eines auch der ersten Online-Spiele im Web 2.0, das sogenannte ESP-Game. Das hat dann Karriere gemacht. Das ESP-Game ist ein Spiel, da spielen Sie gegen jemand anderen, nee, mit jemand anderem zusammen, den Sie aber nicht kennen. Also Sie werden vom Server, Sie loggen sich da, Sie gehen auf irgendeine Website und Sie werden da zufällig einer anderen Spielpartnerin zugeordnet, die auch gerade auf die Webseite gegangen ist und auch spielen möchte, sodass Sie einen zufälligen Spielpartner oder Spielpartnerin bekommen. Und dann geht es darum, dass Sie beide das gleiche Bild angezeigt bekommen. Also Sie kriegen immer Bilder angezeigt und müssen dafür Stichworte finden. Und dann, wenn Sie das gleiche Stichwort eingeben wie Ihre Spielpartnerin, mit der Sie nicht kommunizieren können, weil sie auf irgendwo ganz anders auf der Welt ist, wenn Sie die gleichen Stichworte eingeben, dann bekommen Sie beide Punkte. Und je schneller Sie das tun, desto mehr Punkte bekommen Sie. Sie sind also incentiviert, sich zu überlegen, was ist das deskriptivste Stichwort für dieses Bild? Was ist das, was als allererstes in den Blick fällt? Und das dann möglichst schnell einzugeben. Wenn das Ihre Spielpartnerin auch tut, dann bekommen Sie beide Punkte. Und dieses Spiel kann aber auch bestimmte Stichworte als Tabuwörter rausgeben. Das ist dann hier der Fall. Nee, Quatsch, das ist hier der Fall. Also Mann und Bart sind jetzt hier ausgeschlossen worden als Stichworte. Die darf man nicht eingeben. Das heißt, man muss darüber nachdenken, was wäre dann das dritte Stichwort, was irgendwie das Bild am adäquatesten beschreibt. Und das möglichst schnell und möglichst so, dass die zufällige Spielpartnerin das auch tut und so weiter. Das Spiel, das ist sehr schnell sehr populär geworden. Das hatte 1,3 Millionen solche, nein Quatsch, das hat 300.000 solche Bilder innerhalb weniger Wochen, 4 Monate, durchgelabelt. Das hat in 6 Monaten ist das so ein virales Ding geworden, damals im Jahr 2003 oder 2004 wurde es publiziert, dann war es wahrscheinlich 2003. Klingt toll, ne? Klingt wie ein nettes kleines Gimmick. Was ist passiert mit diesem Spiel? Wofür wurde das gemacht? Das wurde natürlich gemacht, um Labels für den Bildinhalt zu kriegen. Das war ein Zeitalter, da gab es noch keine Google-Bildersuche, beziehungsweise es gab eine Google-Bildersuche, aber wissen Sie, wie damals Google-Bildersuche funktioniert hat? Wenn Sie nach Hund gesucht haben, dann hat die Google-Bildersuche alle Dateien im Internet mit hund.jpg oder hund.gif an Sie zurückgegeben oder die Dateien, wo in der HTML-Caption Hund stand oder im umgebenden Text auf der Website. Das heißt, es war eine Bildersuche, die konnte überhaupt nicht in die Bilder reingucken, sondern sie konnte nur den Kontext, wenn da schon Hund sprachlich kodiert schon war, dann konnte die diese Bilder anzeigen, da kam natürlich auch ziemlich viel Mist. Das war eine Zeit, da konnte man also noch nicht in die Bilder mit KI reinschauen. Und dieses Spiel hat Millionen von NutzerInnen dazu gebracht, völlig kostenlos hochqualitativ hochwertige Labels für eine Reihe von Bildern, für initial 300.000 Bilder zu produzieren. Das hat Louis von Ahn gar nichts gekostet, an diese Labels zu kommen. Er sagt es relativ zynisch, dass ich dafür hätte bezahlen lassen können von den NutzerInnen, weil die so heiß drauf waren, dieses Spiel zu spielen. Dieses Produkt seiner Dissertation wurde dann auch im Jahr 2006 von Google lizenziert oder aufgekauft. Ich glaube, erst lizenziert und dann aufgekauft und dann neu implementiert als der Google Image Labeler. Also es wurde letztlich von Google inkorporiert und damit wurde die Google Bildersuche trainiert. In einem Dreivierteljahr konnten die den gesamten Cache, damaligen Cache der Google Bildersuche durchindizieren, durch die kostenlose Mitarbeit ganz vieler Menschen, die einfach, indem sie dieses Spiel spielen, das gemacht haben. Ja, diese kleine Vignette ist paradigmatisch für das, was ich heute Abend sprechen möchte, als künstliche Intelligenzsysteme, datenbasierte künstliche Intelligenzsysteme. Und Sie sehen schon, da ist irgendwie so eine Art von KI, die verwendet unsere Datenspuren, die lebt von unseren Datenspuren. Das ist eine KI, die braucht uns als DatenproduzentInnen, als ProduzentInnen von irgendwie Datenmaterial aus dessen Zusammenspiel sie ihre Intelligenzleistung zusammensetzt. Das ist so ein bisschen die Message. Ja, auf diesem aufbauend habe ich, ich nenne das Human-Aided AI, das ist ein Forschungsparadigma. Ich würde sagen, das ist eines der Paradigmen, mit denen ich Ethik der KI mache. Also das heißt, das ist eine Perspektive oder eine Herangehensweise, mit der man auf KI-Systeme schauen kann und KI-Systeme auf ihre ethischen und politischen Implikationen hin untersuchen kann.
eine Herangehensweise, die einfach von dem, davon ausgeht, dass KI-Systeme als soziotechnische Systeme zu betrachten sind. Das heißt, als Systeme, in denen irgendwie Computerchips und Computernetzwerke, aber auch menschliche Gehirne und Menschen, die an Interfaces sitzen und irgendwas spielen wollen, irgendwas benutzen wollen, drin hängen. Und vernetzte Medien spielen dabei eine zentrale Rolle, denn diese Daten werden nur in vernetzten Medienwelten produzierbar. Und Sie sehen, dass also vernetzte Medien die Menschen in solche hybride Rechennetze einbinden. Ich will noch ein zweites Beispiel machen, damit Sie nicht denken, das Ganze war nur in den 2000ern und dann war der Google Image Cache einmal durchgelabelt und dann konnte man das ad acta legen. Wenn Sie die Google-Suche benutzen, dann zapfen Sie auch wieder eine künstliche Intelligenz an, also auch eine künstliche Intelligenz, die auf Suchstichworte hin Suchresultate produziert, die auch noch aktuell und relevant sein sollen. Was allerdings auch noch passiert, ist, wenn Sie eins davon anklicken, sagen wir mal dieses, dann landen Sie nicht bei der Tagesschau, sondern initial landen Sie bei Google mit einem sehr cleveren JavaScript oder anderen HTML5-Technologien, die in dieser Webseite drin sind, ist das, was Sie wirklich aufrufen, wenn Sie diesen Link klicken, dieser Link. Sie sehen, das fängt mit Google an und dann werden sehr, sehr viele Parameter übergeben. In den Parametern steht auch sehr viel drin. Da steht drin zum Beispiel, wer Sie sind, wenn Sie parallel bei Google eingeloggt sind. Es steht auch drin, ob Sie zum Beispiel vorher sich schon ein anderes Suchresultat angeschaut haben und dann mit einem Zurück-Button wieder auf die Resultate-Seite gekommen sind und weil Sie nicht zufrieden waren, noch eins angucken wollen. Oder ob Sie die Tab gewechselt haben zwischen verschiedenen Suchresultaten. Das steht da alles drin und das wird alles vom Google-Server registriert. Diesen Link, den rufen Sie dann aus und der leitet Sie dann ganz, ganz schnell an Tagesschau weiter, ohne dass Sie es merken. Das ist eine Sache von wenigen Millisekunden. Nur wenn der Google-Server mal nicht funktioniert, merkt man das, dann bleibt man nämlich in dem Stadium hängen. Das heißt, indem Sie die Google-Suche benutzen, zapfen Sie nicht nur ein KI-System an, sondern Sie tragen auch dazu bei. Denn Google lernt aus dieser Rückmeldung, welche Resultate relevant sind. Und diese Daten werden wieder eingespeist in dieses Machine Learning-Verfahren als Trainingsdaten oder als Daten, die das Modell ständig rekalibrieren. Das ist relativ Standard. Das heißt, solche Systeme sind immer Feedback-Schleifen. Die geben Ihnen ein Resultat, aber die wollen auch was von Ihnen wissen. Und mit verstärkenden oder abschwächenden Feedback-Schleifen kann man dann kalibrieren, welche Resultate relevant sind und welche nicht. Das ist für mich auch ein Paradebeispiel von Human-Aided AI oder menschengestützter KI. Also Sie, die Userin, die Nutzerin, die sitzt irgendwie an so einem Frontend. Das ist hier so eine Anwendung. Und dieses Frontend, klar, das hat irgendwie Code, aber dieser Code, und das ist das Entscheidende, der wird teilweise ausgeführt in Prozessorkernen, der wird aber auch teilweise ausgeführt in menschlichen Gehirnen, indem irgendwo anders auf der Welt an einem Bildschirm irgendetwas angezeigt wird, wo Leute wieder eine Klickarbeit machen müssen oder NutzerInnen vor Ihnen, die vor 10 Minuten die Google-Besuche gemacht haben, haben etwas zurückgemeldet und so weiter. Das alles meine ich hier. Also das ist so eine Gefügeperspektive. Wenn man jetzt so ein bisschen kontinentalphilosophisch orientiert ist, würde man sagen, das sind alles Assemblages oder Agencements oder maschinische Gefüge. Und diesen Blick auf KI, den ich einnehme, der würde so eine Gefügeperspektive auf KI stark machen, indem sich soziale Praktiken und, sagen wir mal, informatische oder elektrotechnische Vorgänge in irgendwelchen Rechennetzwerken auf eine sehr komplexe Weise miteinander verschränken. Und Sie können diese künstliche Intelligenzleistung nicht beschreiben ohne die soziale Komponente. Die erste These von Human-Aided AI ist dann, dass die meisten kommerziellen KIs heute hybride Gehirn-Silizium-basierte Computernetze sind. Das ist ein bisschen das, was Louis von Ahn meinte mit dieser Formel. I'm going to consider all of humanity as an extremely advanced, large-scale Distributed Processing Unit. Das ist natürlich wieder eine Allaussage, die meisten. Also Sie sehen, es ist eher eine Forschungsfrage, auf wie viele das zutrifft. Ich kann Ihnen nur sagen, es sind sehr, sehr viele und es ist ein erheblicher Teil in Termini von Marktkapitalisierung von KI-Systemen. Heute ist das ein sehr großer Teil von KI-Systemen, auf die diese Analyseperspektive zutrifft. Ich will noch ein zweites Beispiel machen, falls ich Sie noch nicht überzeugt habe. Facebook hat ja irgendwann angefangen, dass man Gesichter auf hochgeladenen Fotos markieren kann. Ne? So, Sie laden ein Partybild hoch und dann können Sie sagen, wer da war.
schöne Sache, denkt man sich, ist ja nützlich, dann kann man irgendwie, weiß ich nicht, die Gesichter, dessen Namen man sich gestern Abend nicht merken konnte, kann man dann nochmal nachgucken oder so etwas in der Art. Facebook hat dieses Feature rund um das Jahr Ende der 2010er Jahre eingeführt, weil sie auch damals schon das Projekt für sich formuliert haben, sie möchten gerne eine Gesichtserkennungs-KI bauen, ein KI-System, welches Gesichter erkennen kann. Was braucht man, um ein Gesichtserkennungs-KI-System zu bauen? Natürlich sehr viele gelabelte Gesichter, also sehr viele Gesichtsbilder, wo gleichzeitig bekannt ist, wer das ist, damit sie diesen Datensatz von einigen Millionen solcher gelabelter Gesichtsbilder als Trainingsdatensatz für ein Machine Learning-Verfahren einsetzen können. Und Facebook war in der besten Position, kostenlos an einen solchen Datensatz zu kommen, weil es hatte diese NutzerInnen und es konnte dieses Feature einführen. Die NutzerInnen haben kostenlos die Bilder gelabelt und die Rechte an den Bildern, um sie dafür zu verwenden, haben sie sich über ihre AGBs auch eingeräumt. Also das wurde nicht mehr explizit benannt, sondern die sind so eingeräumt. Das heißt, so eine große Social-Media-Plattform ist in der besten Position, eine Gesichtserkennungs-KI zu bauen. Das war dann auch so erfolgreich, dass man 2017 das Projekt in ein neues Stadium überführen konnte, nämlich in das Stadium, die KI lernt jetzt nicht nur von den Labels, sondern die KI ist jetzt so gut geworden, dass wenn jemand mal jemanden nicht labelt auf Facebook, dann kann die KI das machen. Also sie laden ein Bild hoch, labeln jemanden nicht, zum Beispiel, weil der das nicht will, dann macht das ab seit 2017 die Facebook-Gesichtserkennungs-KI. Das sieht dann so aus, dass die betroffene Nutzerin, die dann da automatisch gefunden wird auf einem nicht gelabelten Bild, dann kriegt die so eine Nachricht, die sagt dann, jemand hat ein Foto hochgeladen, nämlich dieser Kevin hier, ein Foto, wo du drin sein könntest, wo du drauf zu sehen sein könntest und dann wird das auch so schön angezeigt und dann kann man das als Nutzerin noch bestätigen. Ja, ja, aber ich will bitte da nicht gelabelt sein, also klickt man auf Ignorieren oder ja, ja, richtig, bitte füge ein Label für mich hinzu. Und wenn Sie ein bisschen suchen unter diesen drei Punkten hier, dann finden Sie auch diese schöne Option. Es tut mir leid, das ist eigentlich, sieht man das hier noch schattiert, das Bild dahinter, aber der Beamer, der schneidet irgendwann die Farben ab. Also eigentlich ist das nur ausgegraut und so eine Ebene, die da drüber aufploppt, ne, wenn man hier draufklickt. Sie können auch noch sagen, nee, das bin ich gar nicht. Die KI hat einen Fehler gemacht. Facebook hat dieses Feature verkauft als ein großer Schritt vorwärts in Sachen Datenschutz, also den NutzerInnen mehr Kontrolle geben über die Bilder, die über sie zirkulieren. Das ist ja wichtig, das war schon längst die Post-Snowden-Zeit, wo so eine Privacy-Sensibilität weit verbreitet war in der Bevölkerung westlicher Länder. Das heißt, die konnten das gut als so ein Feature verkaufen. Die interne Logik ist aber natürlich eine ganz andere. Die interne Logik ist, wir sind jetzt im nächsten Stadium dieses KI-Systems. Das kann jetzt Vorhersagen machen, wer das ist, aber es braucht Verifikationsdaten. Es muss ständig verifiziert werden. Es möchte ständig wissen, war die Prädiktion richtig oder falsch? Bist du es wirklich oder bist du es nicht wirklich? Und dieses Nutzerinterface ist die cleverste Idee, NutzerInnen, ohne dass sie es überhaupt merken, dazu zu bringen, solche Trainingsdaten in Form von ständigen Verifikationsdaten für diese KI zu produzieren. Das führt auf die zweite These dieses Human-Aided AI-Paradigmas, die ich Korrespondenzprinzip nenne. Denn wenn Sie ein bisschen die Industrie studieren, dann sehen Sie eine Tendenz, nämlich die Tendenz, dass es eine große Klasse von Machine-Learning-Problemen gibt, die sich in Probleme des Designs von Mensch-Maschine-Interaktion übersetzen lassen. Die Idee ist, Sie sind ein KI-Startup, Sie wollen was mit KI machen, Sie brauchen allerdings erstmal sehr viele Daten. Was machen Sie? Sie überlegen sich ein Produkt, sagen wir mal eine App, die viele Leute haben wollen, die Sie irgendwie gut verbreiten können und die NutzerInnen dazu bringen, Daten zu produzieren. Das machen Sie einerseits, das ist dann so ein Produkt von Ihnen und ein ganz anderes Produkt ist die KI, die Sie damit bauen. Das heißt, es gibt immer diese zwei Seiten der Medaille. Das eine sind diese KI-Systeme oder irgendwas, was ich mit KI machen möchte. Und dann ist immer die Überlegung, okay, kann ich einen Use Case entwickeln? Kann ich ein Interface bauen, welches NutzerInnen dazu bringt, die dafür nötigen Trainingsdaten zu liefern? Und die Illusion, die man sich nicht machen darf, ist, dass es da einen Übergang oder so ein Umschalten zwischen einer Trainingsphase und einer Inferenzphase gibt. Diese Modelle sind nie fertig trainiert, wenn es Modelle in der echten Welt sind, sondern die brauchen irgendwann halt sind irgendwann in diesem Stadium, wo sie ständig verifiziert werden und deswegen diese menschlichen DatenproduzentInnen da immer weiter im Spiel bleiben. Und deswegen sind das fortgesetzt solche hybriden Mensch-Maschine-Assemblagen. Andrew Ng, einer der großen Industriebosse in der KI-Industrie, KI-Chef bei Baidu gewesen, lange und davor bei Google Mind oder Google Brain,
der hat das als den Virtuous Circle of AI mit offensichtlicher Anspielung an Vicious Circle of AI bezeichnet. Also wenn man ein KI-Produkt launchen will, dann will man ein Produkt machen, dann muss man irgendwie erstmal einen Prototypen schaffen, der muss NutzerInnen anziehen. Je mehr NutzerInnen man hat, desto mehr Daten hat man, desto besser wird das Produkt, desto mehr NutzerInnen werden angezogen, desto mehr Daten hat man, Sie sehen die Schleife. Und das ist die Logik, mit der ein großer Teil von KI-Industrie operiert. Ja, wenn Sie dann das Ganze ausführlich studieren, dann können Sie sogar so eine Timeline machen. Es gab irgendwann in den 90ern die Ubiquitous Computing Idee, das war so eine Prophetie von einem Informatiker, von so einem Silicon Valley Visionär, Mark Weiser, der gesagt hat, der Trend wird sein, dass Computing everywhere sein wird, in jeder Nische des Lebens, in jeder Hosentasche, an jeder Mikrowelle. Ich würde sagen, man sieht sehr deutlich, er hatte recht. Von dieser Vision angefangen sehen Sie dann jetzt hier gerade in den 2000er Jahren einige Schlüsselentwicklungen, die irgendwas damit zu tun haben, dass eine Medieninfrastruktur global und alles durchdringend verbreitet wurde, die dem dient, Trainingsdaten für KI extrahieren zu können. Also all diese technischen Entwicklungen etablieren in ihrer Summe ein sehr dichtes Netzwerk, was eine Infrastruktur bildet für die Hervorbringung von weitestgehend kostenlosen Datenschätzen, die ja auch bei der Industrie liegen und die Deep Learning und andere stark datenbasierte KI-Verfahren allererst möglich gemacht haben. Ja, es ist kein Zufall, dass wir in den 2000ern die Verbreitung dieser Technologien sehen und in den 2010ern plötzlich den Hype von Deep Learning. Weil nämlich, das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis man aus dem Datenschatz auch wirklich die guten Modelle trainieren könnte. Ich will auch gar nicht eine Verschwörungstheorie unterstellen. Also ich glaube, es ist nicht notwendigerweise so, dass Leute das geplant haben, also diese ganzen Produkte hier zu machen, um dann das zu machen. Einige haben das allerdings, also bei Google kann man das nachweisen, dass es die Vision sehr lange gab. Wir müssen ein Datenunternehmen werden, um ein KI-Unternehmen zu werden. Es verdichtet sich jedoch ein bestimmter medientechnologischer Trend in den 2010er Jahren, der dann diesen Deep Learning-Hype, den wir jetzt gerade sehen und abschöpfen, oder der jetzt gerade industriell abgeschöpft wird, hervorgebracht hat. Das heißt, man kann die Geschichte der KI als eine Mediengeschichte erzählen, sollte es vielleicht auch. Und der Witz ist halt, wir alle benutzen Smartphones, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die Smartphones benutzen, sondern jede Nachbarin von uns tut das auch. Und diese Smartphones sind alle vernetzt und hängen alle im gleichen Netzwerk. Und werden also alle in dieses große, distribuierte, large-scale, extremely advanced processing unit-Ding eingeklinkt. Das ist so ein bisschen die Idee. Also als Takeaway dieses ersten Teils, die meisten datenbasierten KI-Systeme beruhen auf der freien Verfügbarkeit menschlicher Zuarbeit. Und diese Verfügbarkeit, die ist ein Produkt der medientechnologischen Entwicklung in den 90er Jahren, das habe ich gerade schon gesagt. Genau, ich möchte jetzt nach diesem, das ist so ein bisschen das Framing, ja? Also das ist so dieser soziotechnische Systemdenkenanspruch ist das, womit ich auf die Dinge schaue, um Ethik zu machen. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen eintauchen, indem man noch eine etwas speziellere KI-Technologie mal nimmt, die aber sehr viel mit dem, was ich gerade referiert habe, zusammenhängt. Und das wäre KI zur Vorhersage persönlicher Informationen oder prädiktive KI-Systeme. Es wurde groß publiziert und ist auch wirklich mittlerweile ein alter Schuh hier von Kosinski und Kollegen aus Cambridge aus den frühen 2010er Jahren. Gab es eine Reihe von solchen Papers, die sowas nachgewiesen haben. Man kann aus einer Handvoll Facebook-Likes zum Beispiel, kann man eine Reihe von persönlichen Daten ableiten. Persönliche Daten über die Facebook-NutzerInnen, über die man aber nur diese Likes kennt. Also hier, das kann man dann auch quantifizieren, wie gut das ist. Also solche Sachen wie, sind Sie Single oder in einer Beziehung oder Parameter, ethnische Zugehörigkeit, religiöse Affiliation, aber auch sexuelle Orientierung, Geschlecht und so weiter. Das lässt sich aus wenigen Facebook noch auf jeden Fall zu erwähnen, hier Suchtabhängigkeiten, also medizinisch relevante Sachen. Hier, wie gut die das daraus ableiten konnten, das sind diese Zahlen. Alles, was mehr als 0,7 ist, ist schon recht gut. Alles, was mehr als 0,8 ist, ist gut.
Facebook-Daten sind aber nicht das Einzige. Ne? Facebook-Likes sind nur ein Beispiel gewesen. Man kann das auch mit einem Browserverlauf machen oder wenn man Tracking-Cookies besitzt oder benutzt, also die Tracking-Daten im Internet zum Beispiel, die Google sehr viel sammelt, die erlauben es halt auch, sowas wie Versicherungsrisiken einzuschätzen oder Kreditwürdigkeit von den NutzerInnen oder Bildungsgrad, Suchtdispositionen, Interessen, Lagen, auf jeden Fall immer solche Sachen, so demografische Informationen wie Kaufkraft, Geschlecht und so weiter, Lebensstandard. Das wurde alles viel studiert. Und das, ich möchte solche Technologien in ihrer Summe und ohne sehr spezifisch zu sein in Bezug auf die Algorithmen als prädiktive Analytik bezeichnen. Das sind oft KI-Modelle, Machine Learning-Modelle, sind aber teilweise auch sehr einfache Regressionsanalysen oder so. Das ist gerade nicht wichtig, was da algorithmisch dahinter steckt. Entscheidend ist eher eine funktionale Charakterisierung. Und um diese Systeme funktional zu charakterisieren, die sind hier diese, so eine blaue Box, ein prädiktives Modell. Und in ein prädiktives Modell, da stecken Sie Hilfsdaten rein, also Daten, die Sie haben. Tracking-Daten, Facebook-Likes, irgendwas, was Sie haben, über anonyme Leute, ja, Leute, die Ihnen nicht namentlich bekannt sein müssen. Zum Beispiel die Facebook-NutzerInnen müssen Ihnen ja nicht namentlich bekannt sein, aber Sie hinterlassen Likes. Das stecken Sie rein und ein prädiktives Modell ist ein Modell, was dann sensible Informationen, die Sie nicht so leicht haben, an die Sie nicht so leicht kommen, aber abschätzt und als Ausgabe zur Verfügung stellt. Das ist natürlich die große Frage, wie macht ein prädiktives Modell das? Man könnte es aber auch anders fragen, wer kann eigentlich so etwas machen? Das können Sie am besten dann machen, wenn Sie ein großes Datenunternehmen sind, sagen wir mal eine große Social-Media-Plattform, die sehr, sehr viele NutzerInnen hat. Und diese NutzerInnen, die hinterlassen den ganzen Tag vor allem die Hilfsdaten. Also sagen wir mal, die grünen Daten sind Facebook-Likes und alle ihre NutzerInnen, das sind hier diese ganzen Dinger, die hinterlassen Facebook-Likes. Und es gibt ein paar von denen, die geben auch die sensiblen Informationen über sich an in ihrem Profil. Sagen wir mal ihre sexuelle Identität. Das kann man ja bei Facebook eintragen, wenn man das will. Und das, bei Facebook, da würde es reichen, wenn das wenige Prozent NutzerInnen machen, sagen wir 2%, dann sind es einige 100 Millionen NutzerInnen. Das heißt, Sie haben, wenn Sie diese Teilmenge der NutzerInnen nehmen, haben Sie wieder ein ganz gutes Trainingsdatenset für ein Machine Learning Modell, welches nämlich irgendwie erlaubt, die Korrelation zwischen den Hilfsdaten und den sensiblen Daten abzuschätzen oder zu erlernen. Also, oder dass man sie fittet oder wie auch immer Sie das, welches Vokabular Sie da jetzt verwenden möchten. Und wenn Sie also ein großes Social-Media-Unternehmen sind, dann bauen Sie aus den Daten dieser NutzerInnen, das könnten zum Beispiel die sein, die meinen, sie hätten nichts zu verbergen oder die es einfach nicht wissen. Und es, wie gesagt, es reicht, wenn das 5% sind oder 2%, dann bauen Sie also damit ein prädiktives Modell, wenn das prädiktive Modell hinreichend genau ist. Was machen Sie dann natürlich als allererstes? Sie werden das prädiktive Modell auf all die anderen NutzerInnen anwenden. Auf die NutzerInnen, die diese Daten nicht über sich explizit angeben oder angeben wollen. Das heißt, Sie können im Grunde extrapolieren anhand solcher prädiktiven Modelle solche sensiblen Informationen auf den Rest Ihrer NutzerInnen-Kohorte. Das heißt, wenn Sie also irgendwas nicht auf Facebook angegeben haben und auf Facebook sind, können Sie davon ausgehen, dass Facebook das trotzdem über Sie abschätzt. Ja, Shoshana Zuboff, eine der großen Theoretikerinnen zu solchen Sachen, also zu diesen prädiktiven Verwendungen von KI, die nennt das Überwachungskapitalismus. Also das ist, die These ist hier, Unternehmen, so große Datenunternehmen, die tracken unser Verhalten, unsere Präferenzen, unsere Aufenthaltsorte, unsere Freunde und alles. Und warum machen sie das? Um damit Vorhersageprodukte zu verkaufen. Das heißt, die wirklichen KundInnen dieser Unternehmen sind nicht wir, die Facebook benutzen, sondern sind irgendwelche Leute, die Vorhersageprodukte kaufen, die aufgrund unserer Daten erstellt werden oder gebaut werden. Und die These des Überwachungskapitalismus ist, das ist ein ganzes kapitalistisches Prinzip, das ist eine neue Verwertungslogik, das ist von so großer Tragweite und da steckt ein so großer Teil oder eine so große Marktkapitalisierung hinter, dass diese neue Verwertungslogik es verdient, als ein neues kapitalistisches Prinzip benannt zu werden. Das ist Shoshana Zuboffs These.
Ich will es ein bisschen griffiger machen, was man bei der Verwendung von datenbasierten Services wie sozialen Medien, aber auch der Google-Suche und allen anderen vernetzten Medien einfach immer wissen sollte, ist, dass diese Firmen in der Regel mindestens zwei Geschäftsmodelle haben. Das eine ist ein Frontend-Geschäftsmodell und das andere ist ein Backend-Geschäftsmodell. Am Frontend wird ein Produkt produziert, was Sie gerne benutzen möchten, sagen wir mal die Google-Suche, und am Backend, ach so, und da sind Sie dann NutzerInnen, nicht Kundin, weil Sie zahlen ja insbesondere auch nichts. Am Backend, da ist dann einiges los. Da steckt auch der große Teil der Magic. Am Backend, da sind die wirklichen KundInnen dieser Unternehmen und diese KundInnen, die kaufen bei dem Unternehmen Zugriff auf Sie. Zum Beispiel, um Ihnen eine Werbung anzeigen zu können oder um zu erfahren, wie riskant Sie als Versicherungskundin sind. Also, und das läuft mit Auktionsprinzipien. Also diese Unternehmen bauen aus ihren Daten prädiktive Modelle, wie gerade geschildert, und der Zugriff auf diese Prädiktionen, auf diese Vorhersagen, die werden auktioniert. Also der Meistbietende kann sie kaufen. So funktioniert das. Es sind ganze Auktionsmarktplätze, also Google ist da einer der großen Vorreiter, ganze Auktionsmarktplätze werden da erstellt, von denen sieht man als normaler Mensch nie was, weil sie wirklich das Backend-Geschäftsmodell sind. Das Backend ist aber eher so wie der Eisberg unter der Eisbergspitze vom Umfang her. Wir alle wissen das eigentlich, seit Cambridge Analytica, da war doch die Idee, dass man aus Facebook-Likes so psychologische Profile erstellen kann, also nach diesem Ocean-Modell hier, Offenheit, Selbstbewusstsein, Extravertiertheit, soziale Angenehmheit und Neurotizismus sind so die fünf Dimensionen, die dieses Modell kennt. Und aus Facebook-Likes, habe ich jetzt hier mal für zwei NutzerInnen gemacht. Also Josephine ist sehr offen, sehr extravertiert und sehr agreeable, während Timo eher neurotisch und selbstbewusst ist und insgesamt so ein bisschen ängstlich. Und dann war halt die Idee, ja gut, dann kann man denen ja verschiedene Werbung anzeigen. Zum Beispiel kann man ja Josephine, die eher so ein bisschen liberaler ist, halt diese Trump-Werbung der Trump-Kampagne anzeigen, während man halt Timo einen Werbespot der Trump-Kampagne anzeigt, der eher so ein bisschen auf Angst vor Immigration abstellt. Das kennen wir aus diesem Cambridge Analytica-Skandal. Also Cambridge Analytica ist das bekannteste Beispiel für so etwas. Der Punkt ist, Sie brauchen gar nicht Cambridge Analytica. Cambridge Analytica gibt es ja auch nicht mehr als Unternehmen. Die Idee gibt es wohl schon und neue Unternehmen gibt es wohl auch, die das machen. Aber Sie brauchen gar nicht dieses Cambridge Analytica-Unternehmen, denn Facebook macht das ja insbesondere selber. Wenn Sie eine Werbung auf Facebook schalten, ich habe hier Screenshots anfertigen lassen, das ist auch wieder im Backend, also normale NutzerInnen sehen das nie, aber wenn Sie eine Werbung auf Facebook schalten wollen, dann haben Sie ein ganzes Universum an Einstellungsmöglichkeiten, wer Ihre Werbung sehen soll. Also Sie können die präzise targeten. Ich habe hier nur einen Screenshot machen können, also insbesondere nach Geschlecht, Alter, und dann haben Sie hier so eine ganze Palette von Informationen, aus denen Sie wählen können. Also was ist zum Beispiel der Beziehungsstatus dieser Person? Ist sie dating? Datet sie gerade oder ist sie eher verheiratet oder geschieden? Das können Sie alles auswählen, weil Facebook das prädigiert, also mit ihren prädiktiven Modellen. Oder hier sowas wie, was sind die politischen Affiliationen dieser Person? Also Sie brauchen eigentlich gar nicht Cambridge Analytica, denn Sie haben ja Facebook und die haben ja den ultimativen Zugriff auf all diese Daten. Das war jetzt so das Beispiel Targeted Advertising, also benutzerzugeschnittene Werbung im Internet, die nach solchen Vorhersagemodellen so bemessen wird. Der Witz ist, das ist auch gar nicht alles. Targeted Advertising ist fast wieder das populärste Beispiel zu etwas, wo es noch ganz viel mehr, also viel mehr Anwendungen prädiktiver Modellen gibt, die man weniger gut kennt. Ich will hier nur ein paar Beispiele kurz auflisten. Natürlich sowas wie Credit Scoring. Also mit prädiktiven Modellen wird Credit Scoring betrieben. Credit Scoring ist relativ gut reguliert in einigen westlichen Ländern. Deswegen entwickeln sich aber immer mehr sogenannte alternative Scores, die nicht offiziell Credit Scores heißen, aber die dann mit Social Media arbeiten können, um trotzdem Kreditentscheidungen zu informieren. Und ich habe hier einige der Big Evil Unternehmen, die sowas machen, auch ehrenvollerweise platziert. Und damit meine ich, das sind solche Payday-Lending-Unternehmen, also so Kurzkredite, wenn man blank ist, also es wendet sich an die arme Bevölkerung, die ein Payday
Kredit brauchen, also bis zum nächsten Zahltag. Und die Zinssätze sind so etwas ab 140% oder im Durchschnitt 140% Zinsen. Ne? Nicht das, was Sie hinterher zurückzahlen. Also das wird aber dann, da wird dann auch gemessen, wie schnell tippen Sie das Formular aus oder wie lange brauchen Sie, um die AGBs zu lesen oder wie viele Rechtschreibfehler machen Sie im Formular. Das sind alles Inputdaten für prädiktive Modelle, die dann Ihre individuelle Zinskondition ausrechnen. Das können Sie über diese beiden Unternehmen hier gut nachlesen. Versicherungsrisiken, ein ganz großes Thema, Versicherungsrisiken abzuschätzen. Hier im Fall von Kfz-Versicherungen, die zum Beispiel sowas wie das Fahrverhalten messen mit so Beschleunigungssensoren im Handy. Das Handy ist im Auto, man kann messen, ob sie stark um die Kurven brettern, scharf abbremsen oder nicht. Das füttert ein prädiktives Modell und es gibt dann irgendwie eine individuelle Versicherungsprämie raus. Predictive Policing ist ein allgemein bekanntes Beispiel und der sehr große und sehr wenig bekannte Markt des Einsatzes prädiktiver KI-Verfahren bei der Auswahl von BewerberInnen bei Bewerbungsprozessen. In den USA sind bereits vor 2016, also vor 7 Jahren, mehr als 50% der Bewerbungsverfahren im Blue-Collar-Bereich, also im Niedriglohnsektor, mit der Unterstützung von KI-Auswahlverfahren durchgeführt worden. Das Takeaway dieses Kapitels ist so ein bisschen, Sie sehen, solche KI-Systeme, datenbasierte KI-Systeme, zu denen wir alle beitragen durch unsere Klicks im Internet, die werden benutzt, um das soziale Feld zu strukturieren. Die strukturieren den Zugang zu Möglichkeiten und Chancen in unserer Gesellschaft, ja, zu Informationen, das war das mit der Wahlwerbung, zu Ressourcen wie Krediten oder Bildung oder Wissen und so weiter. Also KI ist hier ein struktureller Faktor, das ist das Entscheidende. Sie strukturiert das soziale Feld. Da gibt es viele ethische Probleme mit. Ja? Man könnte jetzt auf Biases eingehen, man könnte auf das Problem der Erklärbarkeit oder der fehlenden Erklärbarkeit eingehen. Das mache ich relativ gezielt nicht, sondern ich würde mir jetzt ein ethisches Problem nochmal wieder aussuchen. Also der Trichter, wird immer enger. Ich mache jetzt wieder nochmal einen Ausschnitt von dem, was ich vorher angerissen habe, indem ich gerne kurz über die Auswirkungen auf Privatheit, auf den ethischen und sozialen Wert der Privatheit sprechen möchte, also die Auswirkungen prädiktiver KI auf den Wert der Privatheit. Und da müssen wir uns noch mal kurz zwei strukturelle Eigenschaften prädiktiver Analytik kurz vor Augen führen und festhalten. Nämlich erstens war es offenbar prädiktiver Analytik eigentümlich, dass sie aus Informationen, die die meisten Leute für weniger sensibel halten, wie zum Beispiel ihre Facebook-Likes oder ihren Browserverlauf, sensiblere Informationen ableiten. Also es findet eine Eskalation der Sensibilität der Daten statt. Man denkt, man hat ja nur Facebook-Likes preisgegeben, hat aber in Wirklichkeit, kann Facebook daraus noch was ganz anderes abschließen, nämlich zum Beispiel, welche sexuelle Orientierung man hat. Also findet so eine verdeckte Eskalation der Sensibilität statt, der Sensibilität dieser Daten statt. Das Zweite und viel entscheidendere und auch schwieriger zu verstehen ist aber, die sensiblen Informationen, die eine prädiktive Analyse über mich ermittelt, die ermittelt es anhand der Daten vieler anderer Individuen. Prädiktive Analysen werden ja gefüttert oder trainiert auf den Datensätzen von vielen Millionen Individuen. Das heißt, wir alle tragen dazu bei, dass solche Modelle gebaut werden können mit unseren Daten. Auch wenn wir selber nichts zu befürchten haben, auch wenn wir selber keine schlechten Kreditkonditionen bekommen, tragen aber unsere Daten dazu bei, dass diese Systeme die Messlatte kennen, an der man irgendwie eine kreditwürdige oder nicht kreditwürdige Person unterscheiden kann. Und jetzt ist wahrscheinlich kreditwürdig noch gar nicht so das kontroverse Beispiel. Nehmen wir mal was mit einem Bewerbungsverfahren. Also indem wir alle unsere Lebensläufe bei einem digitalen Bewerbungsportal hochladen, welches diese Lebensläufe dann anonymisiert verarbeiten darf, um Machine Learning Modelle damit zu trainieren, stellen wir ein Stück Trainingsdaten zur Verfügung. Mit unseren Facebook-Likes oder Google-Suchen auch. Und wenn wir Gmail benutzen und alle unsere E-Mails mit all unseren Korrespondenzpartnern Google zur Verfügung stellen, das ist ein sehr, sehr, sehr wertvoller Datensatz. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo Ihre Privatheit verletzt wird, weil ganz viele andere Menschen bestimmte Daten über sich zur Verfügung stellen. Nämlich diese Daten, die nötig sind, um diese prädiktiven Modelle zu trainieren. Das ist eine relativ neue Sache, weil Datenschutz wird immer sehr individualistisch gedacht. Ja? Jeder kümmert sich um seine Daten. Wenn du zugestimmt hast,
dann ist es okay, wenn deine Daten verarbeitet werden. Das ist immer so die liberalistische, individualistische Idee des Datenschutzes, die damit zusammenhängt, dass Datenschutz Grundrechtsschutz ist und Grundrechte sind individuelle Rechte und nicht kollektive Rechte. Und das ist ein ganz großes Problem, vor dem man dann auch rechtstheoretisch steht und an dem ich auch arbeite in meiner Gruppe. Wie kann man eigentlich so einen kollektiven Datenschutz oder einen kollektiven Grundrechtsschutz formulieren angesichts dieser Gefahr von prädiktiver Analytik? Also die Message ist, die eigenen Daten haben Auswirkungen auf andere. Ein Begriffsvorschlag, den ich versucht habe auszuarbeiten in den letzten Jahren, ist der prädiktiven Privatheit, der Predictive Privacy. Also man braucht irgendwie oft mal ein neues Verständnis von Privatheit, nämlich ein Verständnis von Privatheit, welches sagt, die Privatheit einer Person oder Gruppe, die ist auch dann verletzt, wenn sensible Informationen ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen über sie vorhergesagt werden. Also, Ihre Privatheit ist nicht nur dadurch verletzbar, dass Sie mir bestimmte Daten gesagt haben, sagen wir mal Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und diese Person veruntreut diese Daten, sondern Ihre Privatheit ist auch dann verletzt, wenn Informationen über Sie abgeleitet werden. Beziehungsweise man müsste jetzt die Debatte führen, unter welchen Umständen sind solche Vorhersagen denn Privatsphäreverletzungen? Also was ist da das Framing? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Wann wollen wir in unserer Gesellschaft das zulassen und wann nicht? Oder wann ist irgendwie ein Wert des Privaten, den man größer fassen muss, als er bisher gefasst wurde, verletzt? Also wie groß muss man ihn fassen und wie groß nicht? Was muss passieren? Muss ich eingewilligt haben? Muss ich davon in Kenntnis gesetzt worden sein? Das wären alles ethische Debatten, die damit zusammenhängen. Hier ist mir jetzt aber erstmal wichtig, dass solche Verletzungen prädiktiver Privatheit von einer Person oder einer Gruppe möglich sind oder dadurch vollzogen werden, durch die Technologie, die ich hier bespreche, weil wir alle, das heißt andere Leute, aber so ein gewisser gesellschaftlicher Durchschnitt, also es müssen schon einige Leute sein, es reicht nicht, wenn es 3 sind, ja, sondern sagen wir 3%, das wäre schon gut. Wenn die diese Daten preisgeben, dann ist die prädiktive Privatheit vieler anderer verletzbar. Das ist hier die Idee. Und natürlich ist aber auch der Punkt, das Ganze ist nur dann der Fall, wenn die Industrie diese Daten auch verwenden darf. Man könnte auch die Industrie regulieren und sagen, du darfst nicht die Daten von ganz vielen Einzelpersonen nehmen, um prädiktive Modelle damit zu trainieren, die dann wiederum auf eine neue Person angewendet werden, um über sie etwas Unbekanntes vorherzusagen. Und wenn man ein bisschen weiter reingeht in die Debatte, wird man auch sehen, ohne Regulierung kommen wir hier nicht aus. Also wir können hier nicht einfach nur die NutzerInnen in die Mangel nehmen und ihnen verbieten, Facebook zu benutzen. Erstens ist es unpragmatisch, zweitens in liberalen Gesellschaften schwer vorstellbar. Was aber sehr gut vorstellbar ist, ist eine adäquate, schlaue Regulierung von Industrie auf der Grundlage einer guten und auf dem Zahn der Zeit sich befindenden ethischen Debatte über das, was diese Industrie mit unseren Gesellschaften macht. Ja, noch eine Krücke, um sich das vielleicht vorzustellen, diesen kollektivistischen Aspekt, ist, dass wir unsere eigenen Datenpraktiken im Internet als sowas wie eine Datenverschmutzung uns vorstellen können. Ja, also wenn ich Auto fahre, schade ich offenbar auch anderen, weil ich zum Klimawandel beitrage oder die Gebäudefassaden an der Straße korrodieren oder sonst was oder die Luftqualität sinkt. Genauso ist es halt auch mit den Daten. Welche Daten ich preisgebe, hat nicht nur Auswirkungen auf mich, sondern auf die Gesellschaft. Das ist das Entscheidende. Das heißt, Daten haben soziale Externalitäten, ja, jetzt ökonomisch gesprochen. Das tricky Ding hier ist aber, und das ist auch der entscheidende Unterschied zum Klimawandel oder zum Abgas, Abgas haben eigentlich nur negative Externalitäten, Daten haben aber mitunter auch positive Externalitäten, also dass Daten gesammelt werden und bestimmte KI, es gibt ja auch prädiktive Modelle, die sind sehr nützlich für unsere Gesellschaft. Wenn man Pandemien vorhersagen kann oder die medizinische Diagnostik verbessern kann, beispielsweise, das sind alles sehr nützliche Anwendungen prädiktiver Systeme. Das heißt, Sie haben hier die Verkomplizierung, dass Sie bei der Thematisierung solcher sozialen Externalitäten in beide Richtungen von Vorzeichen Plus und Minus denken müssen und positive oder wünschenswerte von nicht wünschenswerten Externalitäten unterscheiden müssen und dann insbesondere die Debatte führen müssen als gesellschaftliche und ethische und politische Debatte, was wollen wir davon und was wollen wir nicht? Was ist der schädliche Teil dieser Externalitäten und was nicht?
Und deswegen ist die gute Regulierung prädiktiver KI-Unternehmen wirklich eine Frage kollektiver Aushandlung und kollektiver Verantwortungsübernahme. Ja, es kann nicht sein, dass wir alle einfach jetzt nicht mehr Google benutzen. Das wäre schon, also über seine eigene Datenpraxis zu reflektieren, wäre schon auch wichtig und ein wichtiger Teil, aber es ist komplexer. Wir müssen insbesondere das kollektiv aushandeln und einen demokratischen Willensbildungsprozess haben, der aber gut informiert ist. Aktuell ist das, dass meine Daten Auswirkungen auf andere haben, ist noch viel zu wenig bekannt, als dass man erwarten könnte, dass darüber eine Debatte in der Gesellschaft geführt wird, die wirklich der Gefahr sich bewusst ist. Also die individualistische moralische Bewertung, die scheitert in solchen Fällen, und die Trennung positiver und negativer Effekte müsste am Gemeinwohl orientiert thematisiert werden. Ich will auch noch mal kurz als Fußnote darauf hinweisen, dass hier umfassend Privatheit neu verhandelt wird. Und zwar denken viele Menschen bei Privatheit an das sogenannte Sphärenmodell. Ja, das war auch mal wichtig, ist auch teilweise immer noch wichtig, dass man sowas sagt wie, ja, man hat eine Intimsphäre, man hat eine Privatsphäre, das ist so das Häusliche, Familie, Freunde, und man hat eine öffentliche Sphäre, da ist die Politik, aber auch so Arbeitswelten und so weiter, die Straße. Und dass das so abgestufte Informationssphären sind oder Sphären abstufbarer Erwartungen von Privatheit oder Privatheit, dass sie gewahrt wird von anderen. Ja, wenn ich etwas von zu Hause über dich erfahren habe, dann erwarte ich da eher noch, dass man da meine Privatheit wahrt, als wenn ich das auf der Straße preisgegeben habe oder sowas. Dieses Sphärenmodell, das ist überholt, ne? Weil also wir alle haben ein Handy in der Tasche, in unserer Intimsphäre im besten Sinne, und was da so alles drauf ist an Informationen, Bildern und so weiter, das kann durchaus als intim bezeichnet werden, und dieses Handy hängt am Server. Unsere Homes, unsere Zuhause sind als Smart Homes alle vernetzt, und jede Mikrowelle, also der Tendenz nach, sendet Daten an den gleichen Server. Und natürlich ist das soziale Feld, die sozialen Interaktionen, die politischen Interaktionen, kaufen etwas, ich kaufe etwas, ist alles digital mediatisiert und hängt in den gleichen Servern. Sie sehen, diese Server hängen in jeder dieser Sphäre. Diese Sphärentrennung ist völlig irrelevant für die digitale Medientechnologie unserer Zeit. Und deswegen ist dieses Sphärenmodell von Privatheit überholt. Das war die Fußnote dazu. Ich will ein kurzes Beispiel noch machen, und zwar, weil es immer wieder vorgebracht wird, nämlich, ja, aber also Targeted Advertising, also zielgerichtete Werbung, das ist doch jetzt wirklich kein ethisches Problem, weil ob ich jetzt die eine Werbung oder die andere nehme, sagen wir mal, wir nehmen offensive, also so beleidigende Werbung oder so, oder stereotypisierende Werbung, nehmen wir mal noch raus, dann ist es doch eigentlich harmlos und kein großer Schaden damit getan, dass wir alle verschiedene Werbungen sehen, je nachdem, was der Algorithmus denkt, was uns interessiert. Ich will Ihnen ein Beispiel machen, an dem man sieht, dass das ein ziemlich großes Problem tatsächlich ist. Und zwar stellen Sie sich mal, um einfach einen pikanten Fall zu nehmen, personalisierte Werbung für klinische Studien vor. Also Sie möchten ein neues Medikament testen oder eine neue Therapie. Nehmen wir mal was Verbreitetes, nämlich Diabetes Typ 2. Das ist eine Facebook-Anzeige von einer Institution, die ProbandInnen sucht, die Diabetes Typ 2 diagnostiziert haben, um irgendeine neue Therapie auszuprobieren, die etwas mit einer neuen Ernährungsstrategie zu tun hat. Die wurde auf Facebook geschaltet, und da können Sie sich auch gleich hier anmelden. Klingt gut. Die Industrie, die dahinter steckt, das ist eine große Industrie, die verspricht, dass man damit viel spezifischer die Zielgruppe erreicht, also die Leute, die man wirklich erreichen will, und muss nicht so viel Werbung irgendwo hinhängen, wo die meisten Leute dran vorbeigehen und es ist nicht relevant für sie und so weiter. Das ist so das Versprechen. Man kann mit dem gleichen Budget eigentlich viel zielgerichteter Werbung machen. Das ist in der pharmazeutischen Forschung wichtig, weil da ist auch immer das Budget knapp, oder in der medizinischen Forschung und so weiter. Ich habe ein Projekt zusammen gemacht mit meiner Kollegin Theresa Willem von der TU München, und da haben wir Folgendes rausgefunden. Sagen wir mal, Sie sind der Werbekunde, also die Institution, die eine solche Werbung für eine klinische Studie auf Facebook schalten möchte. Was Sie an Facebook geben, ist die Anzeige, die Sie schalten möchten, und die Kriterien, an wen sie platziert werden soll. Das haben Sie vorhin ja schon als Screenshot gesehen, ne? Da kann man so richtig gut auswählen, wen man eigentlich erreichen möchte. Diese Daten, das ist dann der Input für den Targeting-Algorithmus, also für den Algorithmus, der entscheidet, welchen Facebook-Usern wird das angezeigt, welche NutzerInnen sehen das und welche nicht. Und dieser, also der Output dieses Algorithmus ist im Grunde, dass bestimmte NutzerInnen diese Werbung sehen. So weit, so gut, so weit, so harmlos. Was allerdings natürlich passiert,
in der digitalen Welt von heute und nicht nur auf Facebook, sondern mit Google ganz genauso und mit jedem anderen Werbeprovider auch, ist, dass die Klicks auf die Werbung tracken. Auf dieser Werbung konnten sie ja sogar klicken, dass sie teilnehmen wollten. Das ist natürlich ein Klick, der auf Facebook stattfindet und der durch Facebook registriert wird. In anderen Fällen wird das ein bisschen mit mehr Trickserei gemacht. Auf jeden Fall werden diese Klicks, oder man würde im Marketing-Sprech sagen, das Engagement mit dieser Werbeanzeige wird detailliert ausgemessen. Also wie lange gucken Sie sich die an, gucken Sie sich Details an, klicken Sie drauf und dann wieder weg, klicken Sie drauf und und subskribieren sich sogar dafür und so weiter. Es wird alles relativ genau registriert. Ja, und was macht man natürlich? Man speist diese Daten wieder ein als Trainingsdaten in den Targeting-Algorithmus. Weil Sie wissen ja dann, Sie haben bestimmten NutzerInnen diese Werbung angezeigt und Sie wissen, wer hat draufgeklickt und wer nicht. Und damit können Sie ja den prädiktiven Algorithmus präzisieren, der voraussagen kann, wer wohl draufklicken wird und wer nicht. Das heißt, Sie fügen das wieder ein als Trainingsdaten und dann haben Sie eine schöne Feedback-Schleife, die diesen Algorithmus immer besser macht. Das wird auch in Papers beschrieben, also von Leuten, die solche Anzeigen geschaltet haben, zum Beispiel für Marihuana, irgendwas mit Marihuana-Forschung, dass diese Algorithmen so 2 Tage brauchen, bis sie wirklich gut targeten und wirklich viele Leute erreichen, die auch draufklicken. Das heißt, also da ist so eine Lernkurve. Diese Algorithmen haben eine Lernkurve. Das Modell, dieses Ding hier, was damit trainiert wird, das liegt bei Facebook, das ist proprietäres Datenmaterial von Facebook. Was ist das für ein Modell? Das ist natürlich ein Modell, welches mit medizinischen Informationen korreliert. Das ist ja ein Modell, welches in beliebigen Facebook-NutzerInnen voraussagen kann, ob sie wohl an Diabetes Typ 2 leiden. Denn es geht ja hier, also klicken werden hier die Leute, die darunter leiden, oder die einen Angehörigen haben, der darunter leidet oder so. Aber in erster Linie, also es korreliert damit, ob man an dieser Krankheit leidet. Das heißt, mit der Unterstützung der öffentlichen Einrichtung zum Beispiel, die diese medizinische Forschung macht, wird Facebook in die Lage versetzt, ein prädiktives Modell in diesen Feedback-Schleifen zu verbessern und zu trainieren und immer weiter zu verbessern, welches in beliebigen Facebook-NutzerInnen abschätzt, ob sie an Diabetes Typ 2 leiden. Das können Sie auch mit HIV-Prävention machen oder mit HIV-Therapie. Das können Sie mit anderen Stigmatisierten, also großes Thema ist Hepatitis B und so weiter. Das heißt, Facebook ist in der Lage, prädiktive Modelle zu trainieren, die ein ganzes Bündel pikantester Krankheitsbilder in beliebigen Facebook-NutzerInnen, auch in denen, die diese Werbung gar nicht gesehen haben, abschätzen kann. Weil es nämlich diese Daten hier hat und diese Daten, die gehen auch nicht an die öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtung zurück. Ja, die werden ja nicht ausgelesen. Das ist nicht Teil des Vertrags, dass man diese Daten kriegt. Dieses Modell, dieses prädiktive Modell, das bleibt proprietär, das bleibt kommerzielles Eigentum. Ja, und was machen Sie damit, wenn Sie Facebook sind? Sie verkaufen das natürlich auch an die Versicherungsindustrie zum Beispiel. Also Sie können sich ganz andere Kundinnen noch vorstellen, die an diesen Prädiktionen Interesse haben könnten. Die werden natürlich keine Werbung schalten und auch nicht sichtbar werden am Frontend, sondern die werden halt zum Beispiel Credit Scores bei Ihnen kaufen oder andere Versicherungsrisiken vorhersagen. Und da hat Facebook viele spannende Produkte im Angebot, die wir als normale NutzerInnen natürlich nie sehen. Datenaggregation bei Plattformen bewirkt also eine strukturelle Neukonfiguration von Privatheit, in dem für beliebige Individuen Informationen abschätzbar werden und die Regulierung muss den Einsatz von KI für und nicht gegen das Gemeinwohl sicherstellen. Das wäre hier so ein bisschen so eine Quintessenz. Ich möchte kurz als Fazit noch so ein Wrap-up vorstellen. Was ist jetzt die Macht solcher KI-Systeme? Also was wäre da auch die machttheoretische Begriffsbildung? Man kann direkt sagen, die Zeit ist fortgeschritten, es ist komplex. Das wäre auch meine wichtigste Message. Es ist komplex. Entscheidend ist, dass diese Macht nämlich ein Phänomen ist, welches auf mehreren Skalen und mehreren Ebenen sich vollzieht. Das eine ist so ein Pol der Aggregation. Also wir haben Datenaggregation. Daten konzentrieren sich bei sehr wenigen Playern, bei sehr wenigen globalen Unternehmen. Und wer diese Daten hat, der hat eine erhebliche ökonomische und politische Macht. Der hat sogar eine Macht über Lebenswelten, also über Lifestyle der Menschen, weil diese Plattformen in der Regel soziale Interaktion nicht nur vermitteln, sondern überhaupt kreieren, was soziale Interaktion ist. Denken Sie an das Facebook-Foto-Tagging, dass man Fotos hochladen und taggen kann,
dass das Teil unserer heutigen sozialen Interaktion ist, das ist ja total kontingent, das ist ja überhaupt nicht zwingend. Ne? Das hat Facebook erfunden und somit hat es ein Stück unserer Lebenswelt bereitgestellt damit. Also das ist eine formierende Instanz für das, was soziale Interaktion heute ist. Und das gilt genauso für gesellschaftliche, politische Interaktion, wirtschaftliche Interaktionsweisen und so weiter. Und diese Macht, die aggregiert sich mit dort, wo sich auch die Daten aggregieren. Eine zweite Ebene, die man dringend angucken muss, ist sowas wie die soziale Strukturierungswirkung solcher KI-Systeme. Also die Auswirkung datenbasierter KI, die in automatisiertes Entscheiden eingeht, hinsichtlich der unterschiedlichen Verteilung von Wissen, Ressourcen, Informationen, Partizipationsmöglichkeiten, Chancen, gesellschaftlichen Chancen und so weiter. Das geht von der Verwendung solcher Systeme beim Jugendschutz. In den USA gibt es da gut dokumentierte Beispiele, wie der Jugendschutz hergeht und sagt, wir möchten gern vorhersagen, welche Familien wir uns mal genauer angucken sollten, über Predictive Policing bis zu, wer kriegt welche Wahlwerbung angezeigt, wer muss wie viel dafür bezahlen, wenn er sich etwas ausleihen möchte oder eine Versicherung abschließen möchte, wer bekommt überhaupt eine Versicherung. Wer bekommt ein Bankkonto? Das ist auch in Deutschland ein großes Thema. Man wird nicht bei jeder Bank genommen und es gibt insbesondere digitale Bankenmodelle, die einen auch darüber informieren, dass sie solche Analysen, also auch mit Social Media Daten im Zweifelsfall, benutzen, um überhaupt festzustellen, ob sie dich als Kunden haben möchten. All das ist also soziale Ungleichheit, die irgendwie so durch so ein Backend kreiert wird, was wir gar nie sehen und gar nie zu fassen bekommen. Das ist eine KI, die steht uns nicht als Roboter gegenüber. Ja, das ist eine KI, die ist eine Strukturbedingung unseres sozialen Kommunizierens, wirtschaftlichen Lebens, ökonomischen, politischen Lebens. Sie ist eine Strukturbedingung und kein Interaktionspartner wie die intelligenten Roboter. Und das Dritte ist, na, das sind wir, die Individuen, ja, die durch diese Systeme, die uns in Form von Interfaces einbinden in Datennetze, Interfaces wie die Benutzeroberflächen eines Handys oder von Facebook, die wir da durch die Exposition mit diesen Mensch-Maschine-Interaktionswelten in unserer Reflexivität auch geformt werden. Also wie wir über uns selber oder über unsere sozialen PartnerInnen nachdenken, wie wir auf Wissen zugreifen, das ist alles hochgradig mitgeformt durch die Art, wie wir auf all das zugreifen können. Und das heißt durch diese Medien. Und diese Medien sind natürlich, also die wollen natürlich von uns benutzt werden, aber wir wollen sie auch benutzen. Es macht auch Spaß, sie zu benutzen. Es ist auch effizienter, sie zu benutzen. Das heißt, es ist ganz wie in unserer Subjektivität, welches dazu führt, dass wir sie benutzen und dass wir zu diesen Teilen eines distribuierten, hybriden, Gehirn- und Siliziumbasierten Rechennetzes werden. Und was diese Machtanalyse von KI so komplex macht, ist, dass diese Ebenen sich allen gegenseitig abstützen und gegenseitig verzahnen. Also nichts davon kann separat besprochen werden, so ohne weiteres. Ja, die Aggregation ist nur möglich, weil man Interfaces hat, die catchy sind, zum Beispiel. Oder die soziale Strukturierung ist nur möglich, weil ein Unternehmen auch wirklich quasi der eine Player ist, der die Werbeanzeigen schaltet oder die Suchresultate hervorbringt. Und so muss man das dann immer argumentieren. Das hängt alles miteinander zusammen. Das ist wirklich ein komplexes Bild, diese Machtanalyse. Und das Programm, das ist jetzt auch das letzte, vorletzte, was ich Ihnen sagen will, das Programm, was ich hier versuche zu verfolgen im Rahmen dieser Professur, ist, ausgehend von so einer Machtanalyse, die man nicht unterkomplex halten darf, Ethik zu machen. Das heißt, das auch alles wieder zu übersetzen in ethische Fragestellungen. Was ist die ethische Fragestellung rund um Aggregation? Zum Beispiel Werte und Prinzipien, die die Regulierung, die clevere Regulierung von KI-Unternehmen leiten könnten. Oder was wäre die ethische Frage zum Thema Strukturierungsmacht? Ja, sowas wie kollektive Verantwortungsübernahme. Also strukturelle Auswirkungen von KI, die müssen überhaupt erstmal benannt werden, die müssen aufgedeckt werden. Das ist nicht so einfach, dafür gibt es auch oft gar keinen Diskurs oder Begriffe, die das gut können. Die müssen dann beurteilt und abgewägt werden ethisch und gegebenenfalls muss man was dagegen tun. Oder was wäre die ethische Übersetzung von diesem Subjektivierungspol? Das ist auch so eine Dimension von Ethik als Selbstkritik. Oder Selbstkritik ins Produktive gewendet, Ethik als Empowerment. Also was können wir NutzerInnen tun, jenseits von Technikverweigerung, um irgendwie mündige oder aufgeklärte oder empowerte NutzerInnen in diesen Assemblagen zu sein? Das wäre auch eine ethische Fragestellung in diesem Kontext. Ja, Sie haben gesehen, dass
sagen wir mal, feuilletonistische, Science-Fiction-orientierte Bild von KI, das will KI immer irgendwie als verkörperte Maschinen oder Agenten, die irgendwie da sind, da hinten sind und in der Zukunft tendenziell erst wirklich werden, framen. Und das ist auf eine Weise ein Ablenkungsmanöver, welches man auch ethisch beleuchten sollte. Also diesen Diskurs, der KI so framed, der hat schon eine ethische Implikation. Ich habe Ihnen deswegen versucht zu sagen, oder ich habe versucht, diesen Beispielen eine Fülle anderer Beispiele entgegenzustellen, die meistens nicht als Roboter mir gegenüberstehen, meistens nicht mehr greifbar sind, aber schon jetzt Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben und insbesondere schon jetzt es dringend verdienen, ethisch thematisiert zu werden. Und wenn Sie eine Message von heute mitnehmen, dann, dass die Auswirkungen von Big Data und KI, die betreffen uns schon heute und sind keine Frage der Zukunft. Vielen Dank. Jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Weil ich gar nicht mehr das Gefühl habe, Sie hatten vorhin mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass man das auch vom Legalitätsprinzip, also von der rechtlichen Seite betrachten müsste. Aber wer soll das tun? Das geht ja über die staatlichen Institutionen eines einzelnen Staates völlig drüber weg, müsste an verschiedenen staatlichen oder in verschiedenen Staaten gelöst werden und dass die natürlich ein unterschiedliches Interesse daran haben, das zu lösen oder eher nicht zu lösen, das ist ja absehbar. Also müssen wir immer mehr auf unsere eigene Verantwortung schielen, wenn wir das sehen. Also es macht einen schon ein bisschen betroffen, muss ich sagen, was Sie eben ausgeführt haben, weil diese Dimension hat man vielleicht vermutet, aber ich habe sie so nicht gesehen. Aber was kann man tun? Ja, tut mir leid für die Betroffenheit. Also ich würde sagen, Regulierung, also nö, es ist ja wirklich ein Gefühl, was man dabei hat, das kann man nicht leugnen. Ich würde sagen, aber Regulierung ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist und wird. Und es gibt positive Beispiele, an die man sich erinnern kann, also zum Beispiel der europäische Datenschutz. Man möge da sehr viel dran kritisieren und ich gehöre zu denen, die da immer dran rumkritteln, weil ich dazu beitragen will, aber es ist ja doch einer der weltweit progressivsten Datenschutz und man sieht, es strahlt aus. US-amerikanische Unternehmen haben auch für US-amerikanische Kundinnen zum Beispiel freiwillig, also Teile von diesen Unternehmen, freiwillig die Standards der EU-DSGVO übernommen. Kalifornien ist 2 Jahre später hergegangen und hat mit dem California Consumer Privacy Act eine Regulierung beschlossen, die sehr viele der EU-DSGVO-Prinzipien übernimmt, um überhaupt Interoperabilität des globalen Marktes gewährleisten zu können. Also wenn alle andere Regeln haben, dann funktioniert diese globale Industrie nicht und das wissen die selber auch. Das heißt, ich bin da gar nicht so pessimistisch bezüglich der globalen des globalen Zusammenhangs. Ansonsten, was kann man tun? Politik wählen, die digitale Industrie gut reguliert. Ich glaube, da können wir noch besser werden, was die, sagen wir mal, politische Bewusstseins- und Willensbildung angeht, bezüglich was überhaupt auf dem Spiel steht mit der Regulierung von digitaler Industrie. Ja, ich hatte den Eindruck, dass Sie so den Einsatz der KI überwiegend negativ gesehen haben. Also Sie haben ja so gesagt, wenn jetzt die Bewerbung von einer KI analysiert wird und dann entschieden wird, stellen wir ein oder stellen wir nicht ein, dann ist das problematisch. Aber wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, wo da irgendwie so ein Personalchef als Vollpfosten saß und völlig analog gesagt hat, den nehmen wir nicht,
ich weiß nicht, warum jetzt die computergestützte Auswertung grundsätzlich schlechter ist als die rein menschliche. Oder irgendein Sachbearbeiter bei der Sparkasse, der jetzt den Hypothekantrag ablehnt, ohne irgendwelche Computer, ist ja jetzt nicht von vornherein besser als irgendein cleveres System, was möglichst viele Parameter auswertet und dann zu einer Entscheidung findet. Ja, danke für die Frage. Also es wird sehr viel mit solchen Systemen oder mit der Automatisierung solcher Entscheidungen das Versprechen verbunden, dass es auch objektiver wird oder sagen wir mal unemotionaler oder dass bestimmte Stereotypen oder Vorurteile von Leuten, die das sonst gemacht hätten, beseitigt werden. Rein empirische Forschung zeigt erstmal, dass solche Systeme sehr, sehr stark unter Biases leiden. Also das Thema Biases solcher automatisierter Entscheidungsverfahren ist ein sehr großes. Und also aktuell gibt es auf jeden Fall, wäre das eher die Ausnahme, wenn ein solches KI-System bessere Entscheidungen fällt. Das entscheidende oder sagen wir das entscheidende konzeptuelle Argument ist aber, dass ja diese KI-Systeme erstens viel besser skalieren. Also die typische Situation wäre, eine Firma baut solche Systeme, wird der Marktführer und dann werden plötzlich auf der ganzen Welt die gleichen Vorurteile perpetuiert, die dieses System gelernt hat von den Trainingsdaten, auf denen sie trainiert wurde. Ich weiß, es ist sehr unangenehm, mit Vorurteilen von einer Bankberaterin oder einem Bankberater abgelehnt zu werden, aber es ist doch immer noch eine Einzelperson, die ich adressieren kann, wenn ich es kann, also wenn ich sozusagen es mich traue, mit der man argumentieren kann und während solche und die halt, weiß ich, jeden Tag drei solche Entscheidungen trifft und nicht 3 Millionen nach dem gleichen gebiasten System. Also dieses Skalierungsargument ist eins, dass man einen Gegenüber hat, den man beschimpfen kann, ist ein Argument und vielleicht lassen wir es bei diesen beiden relativ entscheidenden Argumenten. Ja, also ich finde Ihren Vortrag erstmal sehr gut. Also es war sehr interessant für mich als Studierend, das nochmal aus der Perspektive zu sehen. Was für mich ein bisschen untergegangen ist, ist ein bisschen der Punkt, dass KI dazu ein bisschen beiträgt, dass die Gesellschaft gespalten wird, weil mir nur das angezeigt wird, was ich präferiere. Und das ist natürlich was Gutes, weil letztendlich spare ich mir das, was mich absolut nicht interessiert, aber gleichzeitig werde ich immer mehr in meine Echokammern reingedrängt. Und jetzt ist die Frage, ist es halt, ist es gut, dass das passiert? Ich meine, es ist ja für mich positiv, dass ich das sehe, was ich will. Andererseits ist es natürlich negativ, dass ich nicht keine breitere Meinung aufbauen kann, weil ich nichts Neues sehe. Wie kann man von außen entscheiden, dass, was eine Person sehen soll? Weil das kann man ja nicht einem Algorithmus überlassen. Außer man macht es wieder wie in Facebook anfängt, wo man einfach sagt, jeder sieht alles. Aber das geht ja heutzutage nicht, wenn... Keine Ahnung, ich weiß von mir, ich folge bei Instagram oder sowas 150 Leuten. Da kann ich ja nicht alles durchgucken, sondern nur das, was mich interessiert. Ja, also erstmal wertneutral formuliert müsste man auf jeden Fall konstatieren, dass wir halt einen neuen Strukturwandel von Öffentlichkeit haben. Ich meine, wir leben nicht mehr im Zeitalter massenmedialer Öffentlichkeit, auch wenn wir vielleicht noch größtenteils abends die Tagesschau gucken oder so. Aber also diese Informationssegregation ist Teil dieser neuen Medien. Es gibt eine ganze Generation, die wächst nur mit diesen Medien aus und ich höre wahrscheinlich selber schon dazu. Und die ethische Evaluation dessen, das ist natürlich ein pikantes Thema. Also ich würde mal sagen, rein empirisch liegt auf der Hand, dass diese gesellschaftliche Polarisation gerade zu sehr viel negativen Folgen führt und dann halt auch diese, weiß ich nicht, dass das praktisch ist, wenn mir da irgendwas ausgesucht wird, das wiegt das nicht auf. Ne? Also offensichtlich sind die Gespaltenheiten einiger westlichen Gesellschaften so fundamental, und das hat auch was mit diesen Medien wesentlich zu tun, dass man den Komfort dagegen nicht eintauschen sollte. Man kann aber auch das noch tiefer gehender thematisieren, indem man sich so fragt, gibt es eine Form von Mündigkeit, die verloren geht, wenn wir nicht mal selber auswählen können, wenn wir das Auswählen delegieren, ja, das also das Entscheidungsvermögen, ich sehe Optionen und innerhalb eines Optionenraums entscheide ich mich aus Gründen für X. Wenn wir das delegieren an Algorithmen, kann man auch sagen, da kommt auch eine ganz andere, also es hat anthropologische Konsequenzen, so irgendwie so ein anderes Menschenbild dabei heraus oder so. Also man kann das beliebig weit thematisieren, würde ich sagen.
Ja, zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen extrem informativen Vortrag. Ich bin jedes Mal wieder vollständig frappiert, weil ich mich in dieser Welt so gar nicht auskenne, was die Fakten betrifft. Und da gehen einem wirklich die Augen auf, und zwar jedes Mal wieder von vorn. Gleichwohl, was die ethische Seite betrifft, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das höre, was da technisch möglich ist, und wie gesagt, ich hatte überhaupt von gar nichts Ahnung, dann bin ich irgendwie auch fasziniert. Und so ergibt sich für mich die Frage, das war ich aber schon, als es ein Faxgerät gab und ich nicht wusste, wie das geht. Und jetzt hört man das mit diesem Loop und dann wird es immer besser und dann denkt man, das ist doch super, wenn man das einsetzen könnte, um, und damit komme ich zu meiner Frage, für den Frieden in der Welt zu sorgen. Für mehr Bildung und mehr Chancengleichheit zu sorgen. Und meine Frage lautet erstens, was ist neben den ethischen Problemen, die Sie genannt haben und die hochinteressant sind und die man tatsächlich angucken müsste, eigentlich das Problem? Ist Ihr Problem der Zweck, zu dem das eingesetzt wird? Das klang so ein bisschen an bei der Nummer mit dem Kapitalismus. Und wenn man es zu einem guten Zweck einsetzen würde, dann könnten wir uns vielleicht alle beruhigen und Herr Lücke könnte heute Nacht wieder gut schlafen. Oder ist das Problem, dass wir das alles nicht wissen, also unsere Zustimmung nicht gegeben haben? Dann ist eins klar, jeder, der in diesem Raum saß heute Abend und morgen eine Google-Suche startet, hat kein ethisches Problem mehr, weil seine Zustimmung gegeben. Also, das wäre meine Frage. Mhm. Vielen Dank. Das ist natürlich eine große Frage, an der ich nur scheitern kann. Aber ich würde doch deutlich dazu tendieren, dass man hier die Tiefe, also die diepe kapitalistische Verwobenheit dieser Tendenzen nicht außer Acht lassen darf. Also man kann nicht einfach entscheiden, okay, ab morgen benutzen wir es für gute Zwecke. Neben der Frage, was ist denn eigentlich ein guter Zweck und wer sagt, was der gute Zweck ist, wer darf da sprechen, wer nicht, wer wird gehört, wer nicht. All diese Fragen, die mich schon skeptisch machen, da kommt aber noch hinzu, dass einfach die, die diese Technologie haben, das sind halt nicht die, die mitreden bei dieser Besprechung hier gerade, und die Logik, die entscheidet, was man da macht und was man lässt, ist auch nicht eine Logik der Deliberation, weder der ethischen Deliberation noch der irgendwie Weltfrieden-Deliberation, sondern das sind leider Kapitalprozesse. Das ist durchfinanzialisiert, diese Industrie. Da ist jeder einzelne Bestandteil, wird auf Renditeerfolge hin bemessen und multipliziert sich dadurch oder tut es nicht. Da gibt es auch nicht Einzelmenschen, die dafür die Verantwortung haben und sagen, so dieses Produkt machen wir für diesen Zweck und nicht für diesen Zweck oder dieses Produkt machen wir nicht. So funktioniert das ja nicht. Diese Unternehmen, die haben Vorstände, die sind an Share Values geknüpft, die werden abberufen, die werden übernommen, wenn sie nicht richtig agieren. Also das ist ja ein System. Und in diesem System ist das Kapital und seine eigentümlichen Dynamiken im Kapitalismus, im digitalen Kapitalismus, glaube ich, eine nicht zu unterschätzende Größe, die man einpreisen müsste, wenn man diese Debatte erfolgreich führen wollen würde. So, und da bin ich jetzt schon, da komme ich dann auch, also das ist eine große Aufgabe, das zu durchschauen. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken für den sehr interessanten Vortrag. Das war ein toller Einblick in eine komplexe Thematik. Ich habe mir die Frage gestellt, also auf eine Regulierung zu warten, das ist ja sehr, sehr komplex, das wird dauern. Was kann ich als Nutzer tun, um nicht zu viele Datenspuren ungewollt zu hinterlassen? Nutzt der Einsatz von VPN etwas, wenn jeder Nutzer das vielleicht nutzen würde? Also VPN ist jetzt eine sehr spezielle Technologie, die bestimmt in sehr, sehr speziellen Szenarien Ihnen was nutzt, zum Beispiel, wenn Sie von Ihrem Arbeitsplatz eine Seite aufrufen wollen, wo Sie nicht wollen, dass der Arbeitgeber das mitkriegt. Aber generell, das ist eine sehr schwierige Frage. Da kann ich jetzt keine zwei Sachen nennen, die Sie machen und dann haben Sie es erledigt. Ich würde sagen, um es zu abstrahieren, informieren Sie sich, reden Sie mit Ihren Freunden und Angehörigen über diese Gefahren, also vor allem über den Tatbestand, dass die eigenen Daten Auswirkungen auf andere haben. Und das gilt auch für die Daten von denen, die dann Auswirkungen auf sie haben. Ich glaube, wenn dafür 20% mehr Bewusstsein in der Gesellschaft bestehen würden, dann würde sich auch was tun, weil dann kämen halt auch Angebote, die zum Beispiel
welche Systeme müssen Sie installieren, welche Einstellungen müssen Sie treffen, das Ihnen wiederum ein bisschen abnehmen, weil dann ist ja eine Nachfrage dazu da, also eine Nachfrage nach Tools, die das vermeiden. Also das ist jetzt sehr vereinfacht, weil dann muss man sich wieder fragen, wer macht dann diese Tools und ist das wirklich ehrlich oder hat das wieder eine Hintertür? Also es ist kompliziert. Aber ich würde sagen, informieren Sie sich, reden Sie darüber. Im Sinne politischer Willensbildung. Also ich schließe nochmal an Susanne Boshammer an. Ich bin auch fasziniert, vielen Dank, aber auch einigermaßen ratlos als klassische Ethikerin. Wir sind ja eigentlich gewöhnt, Ethik zu denken als individuelle Verantwortung in Kontexten, die wir verantworten können, weil wir sie durchschauen. Ja. Das gilt hier nicht. Ja. Ich verstehe nicht mal meine Zahnbürste, die teilt mir jeden Abend mit, ob ich gut meine Zähne geputzt habe oder nicht. Und ich versuche immer rauszukriegen, wann ich... Ja, natürlich, aber 2 Minuten 4, manchmal kriege ich dann ein goldenes Sternchen, da freue ich mich auch übrigens, und manchmal 2,5 Minuten und ich denke, heute hast du richtig was gemacht und dann ist sie nicht so zufrieden. Und dann mal, ja, also ich bin ja auch völlig fremdbestimmt und individuelle Ethik, ist die eigentlich im Verschwinden? Das ist jetzt die ernsthafte Frage, was sind die klassischen Themen der Ethik? Freiheit, Verantwortung, individuelle Gestaltung ethischer Entscheidungen in diesem Kontext. Das müssen Sie nicht beantworten, das kann man nämlich nicht in 3 Minuten und wir wollen ja noch Sekt trinken. Aber der Kontext, der sich hier auftut, der macht mich zum einen fassungslos und ratlos und zum anderen bin ich fasziniert und ich bin froh, dass wir Sie haben. Ja, vielen Dank. Also bei allem Humor, dass diese Diagnose, die Sie so treffend beschrieben haben, das ist genau der Punkt. Mit individueller ethischer Abwägung kommen wir hier nicht weit. Und damit ist auch ein, sagen wir mal, das Framing einer ganzen philosophischen Denktradition Ethik teilweise steht es vor Neuland. Ich will jetzt nicht sagen, es liegt ad acta, das glaube ich nämlich gar nicht, sondern es steht, aber wir stehen schon vor Neuland. Und solche Fragen kollektiver Verantwortung und so, die müssen gestellt werden. Ich nehme immer sehr gerne in solchen Situationen die Haltung ein, dass Ethik auch immer eine Frage des Ethos ist, also der Haltung des Verhältnisses dazu. Und das kann man bilden. Man kann sich bilden, man kann sein eigenes Verhältnis zu diesen Dingen bilden. Also man kann sich informieren, man kann sich Wissen aneignen, kann eine Kultur etablieren, darüber zu reden und die Dinge nicht zu tabuisieren. Man kann auch so ein bisschen forschen, man kann auch danach googeln, was Google alles mit den Daten macht. Also man kann da schon viel im Sinne von so einem, was für ein Verhältnis habe ich zu meiner Zahnbürste? Benutze ich sie einfach nur oder finde ich sie faszinierend, aber auch ein bisschen spooky und deswegen google ich mal einen freien, verregneten Abend danach, wie die eigentlich funktioniert und vielleicht, es soll gar nicht heißen, dass man sie nicht benutzen soll, sondern eher, dass man vielleicht sie ein bisschen versteht, weil so groß ist die Magic bei solchen Zahnbürsten auch nicht. Diese Ethos-Frage wäre auf jeden Fall eine, die ich wichtig fände, im Sinne von Ethik als Selbstkritik oder Kritik als ein ethisches Geschäft. Ja, ist ganz interessant. Eine Anmerkung, die direkt an das andockt, was auch vorhin schon vorher gesagt worden ist. Sie haben ja sehr stark die Bedeutung von Regulierung betont. Und das ist ja tatsächlich etwas, was sich auch in anderen Ethikdisziplinen schon länger findet. Also beispielsweise in der Wirtschaftsethik gibt es einen prominenten Ansatz der Ordnungsethik von Karl Hohmann, der im Kern sagt, der systematische Ort der Moral ist die Rahmenordnung, gedacht in wirtschaftlichen Kontexten. Und insofern glaube ich, ist das, was Sie machen, etwas, was auch in anderen Ethikdisziplinen durchaus Anknüpfungspunkte hat und in dem Sinne auch nicht komplett neu ist. Aber natürlich jetzt hier auf einem komplett neuen Feld, so würde ich es eher sagen. Das andere, da würde ich Sie nicht so gerne vom Haken lassen. Sie haben zwar schon mehrmals versucht, davon wegzuspringen, aber wenn ich denn als einzelner Nutzer unterwegs bin, was sollte ich denn nach Möglichkeit vermeiden? Okay, dazu möchte ich, es mag so scheinen, als würde ich nochmal vom Haken springen wollen, kurz allgemein antworten, kann dann auch nochmal konkret antworten. Also man muss bei dem allen wissen, das ist partiell auch, geht das an Ihre Fragen, die digitalen Medienwelten, die sind so gestaltet, dass wir als NutzerInnen immer alleine da stehen. Ich muss
meine App konfigurieren, wie viele Daten sie verschickt. Warum macht das nicht jemand für alle? Warum macht das nicht die Firma für alle oder irgendeine staatliche Stelle oder es gibt einen Verein, dem ich beitreten kann, der macht meine Einstellung aller meiner App für alle ihre Mitglieder. Warum? Warum bin ich isoliert als Nutzerin? Das ist die Strategie. Ja, es ist die Strategie, uns zu vereinzeln und uns einzeln vor diesem sehr, sehr großen und trüben Gewitterhimmel stehen zu lassen, indem wir uns verhalten müssen und denken, ja gut, also ob ich jetzt mache oder nicht, das macht auch keinen Unterschied. Also ich finde wieder diese Metaebene, dass wir uns schon diese Frage stellen oder dieses Problem vorlegen mit unserem individuellen Entscheiden, kommen wir gar nicht weit, das muss man wieder darauf hin durchschauen, wie viel das eigentlich Diskursprodukt ist, der Diskurs macht solcher, dieser Framings, die von diesen Medien kommen. Das wäre so ein Ansatzpunkt. Ansonsten auf die konkrete Frage, weil sie jetzt so oft gestellt wird. Also benutzen Sie nicht auf jeder Seite die gleiche E-Mail-Adresse. Machen Sie sich eine Domain, wo Sie eine Catch-all-Adresse haben, sodass Sie für jede neue Interaktion eine neue E-Mail-Adresse vergeben können. Das würde schon dazu führen, dass verschiedene Unternehmen nicht die verschiedenen Vorgänge durch einen simplen Abgleich der E-Mail-Adresse mit Ihnen alle mit der gleichen Person in Verbindung bringen können. Geben Sie nie Ihre Mobiltelefonnummer an, wenn es nicht absolut nötig ist. Und machen Sie sich vielleicht auch noch eine zweite, die Sie für so große Unternehmen verwenden, während Sie das aber nicht die Nummer ist, mit der Sie Ihre SMS oder Nachrichten an Ihre FreundInnen verschicken. Nutzen Sie nicht WhatsApp, sondern Signal. Nutzen Sie nicht Telegram. Nutzen Sie nicht Facebook, sondern, keine Ahnung, wenn es nötig ist, dann nutzen Sie es halt doch, aber dann machen Sie es wenigstens nicht mit Ihrem Klarnamen und nicht mit Ihrer E-Mail-Adresse, sondern mit einer anderen Mobiltelefonnummer. Man kann jetzt so immer weiter reden. Man kann den ganzen Abend mit solchen, installieren Sie sich Browser-Plugins, die Tracking-Cookies wegmachen und die diese ganze Werbung, die eh niemand, also die ja auch nur nervt, wegmacht. Das ist ja auch ein Komfortgewinn. Ausnahmsweise mal ist es ein Komfortgewinn. Installieren Sie sich einen Adblocker. Nehmen Sie aber nicht einen, wo ein Unternehmen dahinter hängt. Die gibt es leider auch. Ich muss aufhören, glaube ich. Also es ist so ein Sammelsurium von vielen Sachen, die man schon machen kann, um es der Industrie schwer zu machen, aber es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, weil es werden dann neue Tricks daherkommen, die sie dann trotzdem trackbar machen und dann müssen sie sich immer wieder damit befassen und immer wieder noch was Neues installieren und so weiter. Also so ist es. Ich freue mich darauf. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dann ja das letzte Wort hier in dem Raum habe. Genau, da wollte ich darauf antworten. Es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen, wie Sie auch schon ausführten, verschiedene Geschichten mit verschiedenen E-Mails-Adressen etc. Es gibt aber auch eben halt wirklich Menschen, die sich mit dieser Problematik halt auch auseinandergesetzt haben, die dieses, ja, was jetzt transparent ist und in unserem Bewusstsein aufgekeimt ist und jetzt möchte vielleicht auch jemand mal was machen, wie E-Blocker, das sind Sachen, die man dann zwischenschaltet in Netzwerken, die die ganzen eben Anfragen von Werbefirmen einfach ausblendet. Die kommen gar nicht dazu. Dann gibt es, wie gesagt, Programme, Add-ins, die man in die Browser einmacht. Aber das Schlussendliche ist ja, wir nutzen die ganzen Geschichten nur aus Komfort. Wenn wir eben halt in die Bibliothek gehen würden und die Sachen suchen, würde das keiner mitbekommen. Aber das macht heutzutage keiner mehr. Das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Man kann es natürlich sehr auf die Spitze treiben und nur noch Briefe schreiben. E-Mails werden gescannt. Es ist vielleicht ja, jedem dann selbst überlassen, wie weit und wie tief er sich damit auseinandersetzen will, wenn er es nutzt. Und wie weit und wie tief ja, er bereit ist, dann eben auch diesen Komfort aufzugeben. Schönen Abend noch. Danke. Ja, danke für den Kommentar. Ich würde nur kurz darauf reagieren und sagen, genau, man kann nicht von allen NutzerInnen verlangen, dass sie so etwas machen. Aber ich glaube, was man verlangen kann, ist, dass wir uns alle mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es gibt verschiedene Ebenen, sich damit auseinandersetzen. Ja, ich kann Browser-Plugins installieren, aber ich kann mir auch überlegen, weiß ich nicht, wie kann ich mit meinen Familienangehörigen älterer Generation darüber reden oder mit meinen FreundInnen jüngerer Generation, die mit dem allen groß geworden sind. Oder was kann man politisch tun? Also ich muss nicht Browser-Plugins installieren, kann aber trotzdem eine Politik befürworten und wählen, die da mehr tut. Oder das auch einfach nur artikulieren. Also es gibt ganz viele Ebenen, auf denen man da was machen kann. Und ich glaube, es wäre schon, man könnte schon sagen, wir sollten uns alle damit mehr befassen. Aber das heißt nicht, dass es alles auf der Ebene von Browser-Plugins sein muss. Kann man doch noch mal
eine neue Perspektive darauf entwickeln. Der größte Dank geht aber an Herrn Mühlhoff für die aufwendige Vorbereitung, für den tollen Vortrag, aus dem wir alle etwas mitnehmen. Und ich freue mich auf die weiterführende Diskussion gleich draußen vor der Tür. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen.